Yo Leute, Sidney hier am Start und willkommen zu einem neuen Kimetsu no Yaiba Video und damit zu meiner Review zum neuesten Kapitel zu Chapter 201 von Demon Slayer. Ich habe riesig Bock auf dieses Video. Ein überragendes Kapitel, ein sehr deprimierendes Chapter. Wer gedacht hat, letztes Kapitel war schon traurig und mies. Ja, der sollte wahrscheinlich dieses Chapter nicht lesen. Sehr heftig. Wir werden heute auf alles zu sprechen kommen, was so passiert, denn wir haben ein großes Statement in Kimetsu bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das generell entwickeln wird. Ich muss auch ehrlich sagen, die Community ist gerade sehr gespalten, wie noch nie. Also, was Kimetsu-Community generell betrifft, die Community ist gerade wirklich echt 50-50 aufgeteilt. Die einen sind wirklich positiv gestimmt von dem finalen Twist. Die anderen sagen, das ist Seven Deadly Sins Dämonenkönig-Kampf. Ich kann beide Seiten nachvollziehen. Ich finde, beide Seiten haben ihre Argumente, die berechtigt sind. Ich werde definitiv auf beide Seiten auch in diesem Video zu sprechen kommen. Also ich werde hier nicht die ganze Zeit sagen, wie mega krass dieser Move ist oder wie mega kacke dieser Move ist. Ich werde definitiv zu beiden Seiten etwas sagen. Ich finde, das ist auch die einzig richtige Lösung für so ein Thema oder für so eine Diskussion, beide Seiten zu beleuchten, wie ich das immer mache, bei jedem Manga oder Anime, den ich behandle. Das will ich nur am Anfang generell sagen. Ich tue mich sehr schwer mit dieser Review, ich tue mich sehr schwer mit diesem Kapitel, weil dieses Kapitel echt nicht einfach ist. Sehr schwieriges Thema. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Demon Slayer, zu Kimetsu no Yaiba verpassen wollt. Wir können loslegen mit diesem Kapitel und wer gedacht hat, dass gestern am 1. April Fake-Spoiler rumkursiert sind und sich mit den gewissen Fake-Spoilern auseinandergesetzt hat, der wird heute ganz überrascht sein, denn diese Fake-Spoiler sind die Wahrheit. Das ist halt wirklich krass, ja. Das einzige Mal, wo so etwas passiert ist, zumindest wo ich mich dran erinnern kann, war bei Fairy Tail, wo Ichiya gegen Aknologia gekämpft hat am 1. April. Und ein halbes Jahr später ist es wirklich passiert. Da habe ich mir nur gedacht, Digga, Mashima, what the fuck? Und jetzt hier in Kimetsu no Yaiba, natürlich ganz anderes Verhältnis, ist es ähnlich. Nicht im Sinne von, oha, wie lächerlich ist das, sondern eher im Sinne von, wie kann das sein? Wie kann das so eskalieren? Das ist ja nicht mehr normal. Wer wirklich gedacht hat, letztes Chapter war mies, deprimierend und Gotouche will, dass wir uns alle an ihrer Schulter ausheulen, der sollte dieses Kapitel nicht lesen, denn Tanjiro und Muzan sind in diesem Kapitel sind aktuell in Kimetsu no Yaiba ein und dieselbe Person. Die sind jetzt eins geworden in diesem Chapter. Es ist einfach irgendwie krass. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Aber wie ist das überhaupt passiert? Wir haben im letzten Chapter viele Tote gehabt. Unter anderem natürlich auch den von Tanjiro, den von Muzan. Wir haben gesehen, Muzan hat diesen riesigen Babykörper gehabt. Muzan hat sich aufgelöst, als die Sonne natürlich aufgegangen ist. Muzan hat verloren. Muzan ist doch gestorben. Wie ist das passiert? Muzan hat ja diesen riesigen Babykörper hochgezogen und Tanjiro quasi in sich hineingezogen. Und Tanjiro war auch kurz davor zu sterben. Muzan hat in diesem Moment anscheinend gewusst, dass er die Nacht oder generell den Tag nicht überleben wird. Wenn die Sonne aufgeht, wird er verloren haben. Und er hat schon gewusst, okay, die Demon Slayer werden mich gleich besiegen. Von daher hat er quasi seinen Willen der nächsten Generation übergeben, auf Tanjiro übertragen und quasi Tanjiro zum nächsten Anführer der Teufel gemacht. Das heißt, Muzan ist jetzt nicht in der Kontrolle von Tanjiros Körper, was viele jetzt denken, so ein Seven Deadly Sins Move oder so. Nein, Tanjiro ist jetzt wirklich eigenständig ein Antagonist geworden, aber mit dem Willen von Muzan. Ist ein bisschen schwierig. Es ist jetzt nicht so, dass Muzan Tanjiros Körper kontrolliert. Das ist irgendwie so ein mentaler Fight. Könnte zwar auch noch die Richtung gehen, dass Tanjiro sich irgendwie mental mit Muzan nochmal auseinandersetzt, aber eher mit dem Willen von Muzan und nicht von einem körperlichen Muzan, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber es scheint ja wirklich so zu sein, dass Muzan wirklich gestorben ist als Charakter, aber der Wille weitergegeben wurde als Tanjiro und das Tanjiro sozusagen zum Teufel gemacht hat als neuen Muzan, der jetzt eben hier in diesem Kapitel steht. Und das ist halt ein Move, der sehr kontrovers ist. Man kann jetzt argumentieren, das ist Seven Deadly Sins Richtung, das geht in die mentale Ebene, gar keinen Bock drauf, casual-mäßig, Nakama-Power, Tanjiro wird wieder normal und alles wird gut. So nach dem Motto, das
kann natürlich der Fall sein, gerade bei Tanjiro oder gerade bei Kimetsu no Yaiba haben wir ja sehr oft diese Flashbacks oder diese mentale Ebene, wenn es dann so in die Richtung geht, dass Tanjiro sich an die Vergangenheit erinnert und so weiter. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch genauso gut vorstellen, dass Kimetsu no Yaiba jetzt quasi erst angefangen hat. Also, dass man den Kaugummi ein bisschen länger zieht, jetzt nicht im Sinne von, oha, ist das ausgeleiert, weil man muss halt auch wirklich mal der Wahrheit ins Auge sehen, dass wir mit Kimetsu no Yaiba, mit Demon Slayer, einen Titel haben, der für die Jump sehr wichtig ist. One Piece wird nicht mehr lange gehen, ein paar Jahre noch. Wir haben definitiv noch ein bisschen Laufzeit mit One Piece, safe. Aber nach One Piece wird ein großer Titel in der Jump fehlen. Und die neue Generation, die muss natürlich Titel liefern. Wir haben gerade erst mit Samurai 8 einen neueren Titel verloren, der abgesetzt wurde und so weiter. Es wird für das Magazin nicht einfach sein, neue Titel hervorzubringen. Und gerade so ein Titel wie Kimetsu no Yaiba, der von den Zahlen her, und das ist ein Fakt einfach, von den Zahlen her im ersten Jahr so heftig durch die Decke gegangen ist. Natürlich overall betrachtet ist One Piece weitaus krasser, internationaler und so weiter. Das muss man einfach sagen. One Piece läuft ja auch seit 20, 30 Jahren oder so gefühlt. Von daher ist das ein ganz anderes Verhältnis. Aber Kimetsus Zahlen stimmen faktisch einfach. Seven Deadly Sins beispielsweise geht ja auch weiter und wird nur mit einem anderen Namen fortgeführt, weil das Magazin sich wahrscheinlich auch gedacht hat, dass Seven Deadly Sins so ein namhafter Titel für sie ist. Wenn die das jetzt einfach aufgeben, ja, dann hätten wir nur noch solche Werke im Weekly Shonen Magazine wie Orient oder In Zero, worüber keine Sau redet, unabhängig davon, wie inhaltlich gut oder schlecht die sind. Darum geht es nicht. Kimetsu ist ein sehr, sehr großer Hype-Titel, darüber redet quasi jeder, zumindest was die letzten Monate betrifft und so weiter. Und ich denke, das ist eine große Cash-Cow. Das ist eine große Cash-Cow, das wird nicht mega ausgemolken werden, ich hoffe nicht, weil das würde der Qualität der Serie ein bisschen schaden einfach generell, aber ich denke, da ist definitiv noch was machbar. Weil du vor allem bei Kimetsu auch nur eine Plotline hast. Du hast die ganze Zeit nur eine Plotline in diesen 200 Kapiteln. Musan, Musan, Musan und 12 Teufelsmonde. Das war's. Du hast theoretisch noch die Möglichkeit, die Welt weiter ausbauen zu können. Was du in anderen Werken, wie zum Beispiel Black Clover oder so, wo du ein größeres Worldbuilding hast, definitiv in der Vergangenheit schon weiter ausgebaut hast generell. Also er hat definitiv ein größeres Worldbuilding geschaffen, sodass er mehrere Möglichkeiten hat. Bei Demon Slayer ist das nicht so, weil du die ganze Zeit dich wirklich nur auf die Teufel versteifst und nur in eine Richtung, Richtung Musan gehst. Aber wenn Musan nicht als Charakter am Start ist, also als Michael Jackson Typ, den wir bekommen haben in Season 1 oder generell am Anfang der Serie, sondern eher als bösartige Kraft, was weitergegeben wird. Wenn das sozusagen als Antagonist dient und Tanjiro jetzt sozusagen der neue Musan ist, dann finde ich die Idee gar nicht so schlecht und dann kann man daraus auch definitiv was Neues machen. Passt auch zumindest zu der Kritik, die ich letzte Woche hatte, wo ich gesagt habe, dass Nezuko beispielsweise nicht so gut weggekommen ist im Finale, wo auch viele meinten in den Kommentaren, ja, war ja auch intelligent so, dass man das gemacht hat, weil Nezuko natürlich Musan nur in die Karten gespielt hätte. Macht ja Sinn, ich fühle das auch, aber trotzdem muss man sagen, gegen Ende hin ist Nezuko mit ihrer Persönlichkeit nicht wirklich gut davongekommen. Die hat ja theoretisch gar keine Persönlichkeit bisher in Yaiba gehabt, weil die halt gefühlt nie geredet hat, was sie auch nicht großartig konnte. Später so ein bisschen, aber halt nicht großartig viel. Die war mehr im Hintergrund. Die war definitiv mehr im Hintergrund, wurde gerettet und ja, verfällt mehr so in den Stereotyp. Aber ansonsten hast du von Nezuko nicht großartig viel bekommen. Jetzt hast du die Möglichkeit, das ganze Setting umzudrehen, Tanjiro quasi zu dem Ziel zu machen und Nezuko zum Protagonisten und die Möglichkeit, Nezuko auch Tiefe zu geben, generell Charakter zu geben. Das ist die Möglichkeit, die ich jetzt bei Nezuko sehe. Das ist gerade ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis, sehr, sehr schwieriges Szenario, weil man nicht sagen kann, welche Richtung geht das Ganze. Endet das in ein paar Kapiteln, endet das nicht in ein paar Kapiteln, haben wir hier eine fortgeführte Story, also ist das hier wirklich nur der Anfang gewesen oder der erste Teil, dass Tanjiro Nezuko wieder zum Menschen macht und jetzt selber zur Bedrohung wird. Bei dem Punkt fühle ich eigentlich, wir haben in sehr, sehr vielen anderen Werken oder in einigen anderen Werken wie Seven Deadly Sins oder beispielsweise auch Attack on Titan, dieses Thema mit dem Protagonisten, der zu einem Antagonisten wird, gerade zum Endantagonisten, wenn man sich das Finale der Serie anschaut, Meliodas, der erst der Protagonist ist und dann eigentlich der Endantagonist werden soll. Bei Taizai wurde es nur im Fake-Hype eben gelöst, also das hat nicht großartig wirklich was dazu beigetragen gegen Ende hin. Und bei Eren Jaeger in Attack on Titan, ich weiß, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber es passt gerade sehr gut zu dieser Thematik,
haben wir im Manga auch gerade so ein bisschen diese Skepsis seitens der Community. Und ich bin auch ein bisschen der Meinung, dass das vielleicht nicht unbedingt in die Richtung geht, die die Community gerne hätte, beziehungsweise wie Isayama das anfangs aufgebaut hat. Gerade die letzten Kapitel waren sehr casual, meiner Ansicht nach. Ich fühle Attack on Titan zwar immer noch genauso wie von Anfang an auch und ich denke auch, dass man das mit Eren gut über die Bühne bringen wird. Ich habe aber schon eine leichte Skepsis. Also, wenn das in so eine Casual-Richtung geht und das ein großer Fake-Hype am Ende ist, dass Eren nicht so genutzt wird, wie er schlussendlich in der gesamten Geschichte um Attack on Titan aufgebaut wurde, dann ist das auch ein großer, wie gesagt, Fake-Hype und dann würde ich das wirklich ziemlich scheiße finden. Wie gesagt, ich denke nicht, dass das passieren wird, aber könnte sein. Wie gesagt, also muss man einfach abwarten. Und dieses Thema passt hier auch auf Kimetsu sehr gut, weil du jetzt einen Protagonisten hast, der zum Antagonisten wird und Gotouche generell Eier hat. Also der Mangaka, die Mangaka-Frau, die hat halt Eier einfach. Die hat sehr oft bewiesen, dass sie Tode über die Bühne bringen kann, dass sie Abschiede über die Bühne bringen kann. Generell ist Kimetsu ein sehr, sehr deprimierendes Werk im Sinne von, dass du mit den Charakteren mitfühlst und dass es einfach eine miese und verzweifelte Stimmung reinbringt. Generell, du willst bei den letzten Kapiteln einfach nur heulen. Nicht, weil es inhaltlich schlecht ist oder so etwas und weil du dir denkst, Alter, was lese ich da für einen Scheiß, sondern im Sinne von, ey, das ist wirklich traurig. Ich fühle mit den Charakteren mit, gerade was ein Anime betrifft und so weiter und du hast dann jetzt aktuell einen Manga, wo du dich quasi von vielen Charakteren trennen musst. Das ist halt einfach wirklich mega mies, mega traurig. Ich habe teilweise wirklich selber das Gefühl, dass die Frau, wenn sie diese Kapitel macht, zeichnet, selber bei den Chaptern am Heulen ist, gefühlt. Also fühlt sich wirklich so an, es ist eine sehr, sehr deprimierende Stimmung gerade in Kimetsu. Wenn sie konsequent genug wäre und den Manga jetzt in ein paar Kapiteln zu Ende gemacht hätte, Tanjiro wäre gestorben, also Statement, letztes Kapitel, Chapter 200, da hätte ich gesagt, okay, wäre ein runder Abschluss, Muzan als Antagonist war jetzt nicht wirklich gut, der war eher einer der schlechteren, aber zumindest guter Abschluss, Tanjiro hat für sein Ziel gekämpft, er hat Nezuko wieder zum Menschen gemacht, runder Abschluss, nice. Ehrenmann Tanjiro, er ist gestorben, sie hat Eier bewiesen, so einen auf den, was viele andere Mangaka nicht haben, definitiv, muss man einfach so sagen, ist halt einfach so, sie hat im Laufe der Serie mehrmals Eier bewiesen, was viele andere Mangaka nicht über die Bühne bringen können, weil sie zu sehr an ihren Charakteren hängen, das ist ein definitiver Fakt. Wenn sie jetzt aber das Ganze umdreht, das Werk ein bisschen weiter aufbaut, neue Dinge reinbringt oder generell ein größeres Worldbuilding schafft, Tanjiro jetzt zum Gegner macht, Nezuko zur Protagonistin und so weiter und so fort, wenn man jetzt ein paar Sachen mehr mit reinbringen kann, dann würde ich das echt cool finden, dann würde ich das mega nice finden, aber wie gesagt, die aktuelle Lage ist sehr schwierig und man muss schauen, wie sich das einfach entwickelt, deswegen ist das aktuelle Statement auch von meiner Seite aus zu diesem Chapter sehr schwierig, weil ich wie gesagt halt nicht weiß, wie es sich entwickeln wird. Wie gesagt, was neue Generationen von Shonen betrifft, gerade in der Jump ist das so eine Sache, weil Jump selber schon gesagt hat, dass sie sich sehr schwer tun mit neuen Titeln. Und Kimetsu ist ein Titel, der wichtig für die Shonen Jump ist. Das muss man einfach so sagen. Es ist ein wichtiger Titel und ich bin mir ziemlich sicher, die werden sich schon ihre Gedanken gemacht haben, als Kimetsu so einen heftigen Hype, so eine heftige Rückmeldung bekommen hat durch die Season. Die werden alles dafür in die Wege leiten, dass Kimetsu erstens eine gute Adaption bekommt und auch weiter gut so fortgesetzt wird. Auf der anderen Seite, was Manga betrifft, auch irgendwie länger am Leben gehalten wird. Auch wenn das nicht unbedingt der ursprüngliche Plan von Gotouche war, dass sie den Manga jetzt noch ein bisschen länger macht. Vielleicht sogar noch ein paar Jahre länger, wer weiß. Aber ich denke, die Möglichkeit sollte man in Betracht ziehen. Es muss nicht unbedingt das Finale sein, auch wenn es eigentlich erst so eben vorgesehen war. Das will ich definitiv nur erwähnen. Das Kapitel endet mit Tanjiro, der Inosuke angreift. Er ist unter anderem natürlich auch immun gegen die Sonne, das sollte man auch sagen. Und er hat natürlich jetzt auch die Kräfte von Yoruichi, also dem ersten Demon Slayer oder einer der ersten Demon Slayer. Ich weiß gar nicht, ob er der allererste war, aber auf jeden Fall Yoruichi Tsugikuni und hat halt Breath of the Sun Atmung. Also das sollte jedem klar sein. Muzans Move in dem Kapitel war schon Killer, weil er quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat. Er ist der perfekte Dämon jetzt und zum anderen hat er halt auch den perfekten Demon Slayer quasi in sich drin. Also es ist halt schon krass. Und wie gesagt, man könnte theoretisch das Ganze auch gut ausbauen, weil Muzan an sich als Charakter tot ist und du theoretisch mit Demon Tanjiro einen neuen Muzan hast. Und Muzan quasi nur der Name von der bösartigen Teufelkraft ist, die halt das Böse
zeigen soll oder symbolisieren soll. Mulan quasi generell auch mehrere Charaktere sein können. Was ja generell auch über die Serie gezeigt wurde im Laufe des Animes und im Laufe des Mangas, weil Mulan natürlich auch immer wieder eine andere Gestalt hatte. Also theoretisch von der Symbolik her würde es gut passen, wenn man es auch so interpretieren kann. Ich kann definitiv beide Seiten nachvollziehen, aber würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Das wär's, haut rein. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao!